Schluss nochmal. Im Problem steht am 19.8. oder am 28.8. im Sofa. Was war? Das Thema ist ein bisschen überrascht, dass es nicht weitergeht. Vielleicht hat er die Luft aufgepumpt und die Luft abgelassen. 26,8 Meter. Thank you.
47,1 Meter. So, und der nächste jetzt auch unterwegs. Auch ein 9,36. Jonas Johansen ist das. Auch er schickert sich an den 47 Meter, kommt er über weg. 49 Meter, 50, 51. Und dann hat er Mats erstmal überholt. Und nun geht's da unten. 55,8 Meter, Jonas Johansen, 55,8. Zum nächsten Mal. Entweder hier steht am 19.8. oder am 28.8. im Reber. Was du? Das ist immer ein bisschen überraschend, dass es nicht weitergeht. Vielleicht hat er die Luft aufgepumpt und die Luft abgelassen. 26,8 Meter, 9,33 S4. So, Tim Rathen, der ist der Kamerad, kann ich alleine setzen, dritte Bilder von mir auf. 37. Was soll's, 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 was soll's,
25,3 Meter pro Turm. Weiter kommt er nicht. 27,3. Auf den Berg hoch. 34,1 Meter für den 933 für Stefan Schmidt. Hallo, hier musst du hin. 33 und da kommt doch was 24 da hinterher. Dann wird sich in der dieser Klasse auch nochmal messen. 48,9 Meter, Tim Rathjen. Da war eigentlich nur 37 Meter, aber ein paar Meter oben drauf gefahren. Platz 2, 50,5 Meter, Mats Dammann. Und Platz 1. Mit 55,8 Meter in der Großpuffer Jonas Johansen. Am heutigen Tag wird schon Jonas Johansen. Ja, vielen Dank für den wunderschönen Tag hier. Heute ist ganz kleiner Regen abgefahren oder was war's?